Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren GTA 5 Online Challenge mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem ohne dem Christian, dem Bram und mir, dem Peter. Hallo. Und heute haben wir uns zum Ziel gesetzt. Hallo. Von hier zu starten. Ich zeige euch das kurz auf der Map. Ja, wir befinden uns wieder ungefähr da, wo wir letzte Challenge auch gestartet haben. Nur diesmal wollen wir nicht den Berg erklimmen, der hier oben ist, sondern diesmal wollen wir, wie einer unserer Zuschauer vorgeschlagen hat, oder bestimmt sogar mehrere, danke dafür, diesmal wollen wir in das Militärgebiet einbrechen, was sich hier in diesem Bereich befindet, einen Kampfjet klauen und diesen hier beim Los Santos Airport landen, und zwar ohne zu sterben dabei, sondern dass der steht auf dem Boden. Man kann dann allerdings noch von der Polizei verfolgt werden, richtig, Boys, oder? So, man muss halt nur einmal stehen, gelandet am Los Santos Boden, richtig? Genau, das ist ja korrekt. Und genau, wenn du danach stirbst, ist auch okay. Mit natürlich allen ist, drei, vier Reifen. Oh, warte, ich hol die Eieruhr. Okay, stimmt, sehr gut, eine Eieruhr, denn wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit, die läuft aber noch nicht. Wir dürfen keine von den uns hier hingefahrenen oder vorher gekauften Wagen benutzen, sondern müssen uns entweder was rufen oder hier was klauen oder wie auch immer. Der Passiv- Fliegen wir also gleich alle mit Meriwether mit dem Helikopter hin. Wie konnte man den rufen? Du rufst aber Meriwether an und dann sagst du halt, ich hätte gerne einen Heli bitte. Und dann fliegt er dahin, wo du den GPS-Punkt gelegt hast. Ich finde das verbieten wir. Anrufen. Okay, ich jetzt finde auch, das verbieten wir. Okay, von mir aus können wir das verbieten, weil ich wollte das eh nicht benutzen. Ich finde das nämlich keine. Weil ich finde das nämlich auch ziemlich hardcore ödet. War jetzt einmal cool, ja, und dann war das. Jemand dagegen? Ach, Martin, geh mir nicht auf den Sack. Okay, keiner dagegen. Hat keiner was gegen zu sein, wir sind eine Demokratie. Meriwether wird nicht angerufen. Hat keiner dagegen zu sein, wir sind eine Demokratie. Ja, gut, war ja auch. Doch, es hat dagegen. Jemand was dagegen zu sein, aber wir sind halt im Vorteil. Ja, okay, gut. Hey, Jungs, ja, der blaue Wagen, der da vorne steht, ist ja von einem von uns. Ne, ich glaube nicht. Ne, ja, sieht nicht so. Okay. Okay, gib Gas. Der sieht schnell aus. Ja, pass auf, aus. Wir drücken jetzt sofort Passivmodus weg. Oh, ich hab schon zwei also Sterne, scheiße. Die Leute, die ja, noch Passivmodus schnell, haben. Und zwar schnell, ich hab schon los in 3, 2, 1, jetzt. Oh, Polizei! Polizei! Hä? Nein, nicht mich töten, nein. Du hast ja dann immer 10 Sekunden, das ist voll gut. Ja, du kannst nicht direkt abgeschossen werden. Ja, scheiße, ich leider nicht, direkt war mit Stern schon besorgt. Vorher drin. Nicht gut. So, nein! Ah, lol! Alter, Bram! Das ist mein Wagen! Damit bin ich gekommen! Wer ist denn da noch in der Pause von uns? Mit dem gelb, mit dem weißen Wagen bin ich gekommen! Aber der gehört doch keiner! Ja, okay, war trotzdem die Wagen, mit denen wir angereist sind, die wir uns quasi dazu. Deshalb habe ich extra gefragt. Ja, gut, okay, aber da stand ja nicht drauf, dass der jemandem gehört. Ja, das der war doch voll im Arsch! Lol, die Polizei hat mich voll eiskalt überfahren! So was? Ich hab 3 Sterne mittlerweile. Ich das bin komplett nicht am Arsch. Boah, was hab ich denn hier gehabt? Straßensperren. Oh shit. Ich muss da ganz kurz mit dem Polizeiauto klauen. Oh shit. Brauch mal ein Auto, Jungs. Oh fuck, Alter. Ich bin tot. Ja, genau, ich war nämlich auch tot. Alter, die Polizei hat mich eiskalt platt gefahren. Scheiße, ey. Da wollte ich mir doch gerade. Oh, komm, jetzt verschwindet doch, ihr scheiß Sterne. So. Zeit läuft, wir haben ein bisschen mehr als 45 Minuten. Jetzt habe ich auf einmal Passivmodus wieder an. Fan, das gibt's doch nicht. Boah, Alter, Junge, was passiert denn hier? Okay, Sterne sind weg. Nice. Ja, das Auto hätte ich gerne. Das ist nicht schnell. Das ist auch nicht schnell. Egal. Das ist vielleicht schnell. Oh, kein schnelles Auto. Muss einfach nur erstmal okay, erstmal. Okay, nimm der Polizei erstmal ein Auto klauen. Alter, was ist denn hier los, Junge? Kein Problem, setzen, ne? Polizei. Boah, Alter, hier ist ein Hubschrauber und alles ist hier in der Nähe. Was läuft hier denn falsch? Boah, ob das der schnellste Weg will ist, den ich hier gerade geführt werde, ich weiß ja nicht. Ja, immer rechts, links und so, ne? Was ist für eine schnellere Karre jetzt? Nein, der Wagen wäre viel gut besser. Viel gut besser. Ich habe gehört, die Polizeiwagen funktionieren echt ganz gut. Damit kann man ganz gut in Meriwether rein, habe ich gehört. Ja, mach das doch. Besorg dir doch einen. Ja, hab ich schon. Das ist doch Opti, kannst einfach reinfahren, das ist doch, willst du mehr? Ja, so macht man das mit Meriwether. Kann man wirklich mit Polizeiwagen da reinfahren, Jay? Ja, hab ich nachgelesen. Nein, das kriegen wir nicht, oder Lamar, oder wer auch immer, geben wir nicht auf den Sack. Boah, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Jay verarscht oder nicht, aber ich. Da muss ich erstmal mein Blaulicht anmachen. Der verarscht dich. Kann ich hier rausspringen? Jay, der verarscht dich. Ich kann hier rausspringen. Sagen, wo seid ihr eigentlich alle? Boah! Auf dem Weg. Was ist das da? Viel geschlagen. Erstmal auf dem Weg. Jetzt kommt, dreh dich um, das Auto. Macht gar nichts, dass man hier ein bisschen länger braucht, bis man ankommt. Ja, wichtig ist, gleich auf dem Schlachtfeld nicht so viel sterben. Zu stehen.
Ja, ich hoffe, dass ich vor euch einfach an den Flieger komme. Oh, ich will den Mini. Ich will den Mini. Weil ich habe jetzt, glaube ich, einen relativ guten Vorsprung. Ich brauche nur noch 2 Kilometer, dann bin ich da. Das ist super. Ich klaue dem alten Mann erstmal seine Karre. Aber das ist wirklich ein guter Vorsprung. Ich weiß nicht, wo Peter ist. Peter ist, glaube ich, der Einzige, der nicht gestorben ist. Ja, das stimmt. Der hat mich direkt eiskalt abgeballert. Wieso werde ich hier direkt weggeballert, Jungs? Ach, du bist das! Habe ich deinen Reifen erwischt? Kacke! Schade. Wie hast du das gemacht, Penner? Na, da du mich nicht gesehen hast, bist du mega straight gefahren. Da war das da nicht so schwer. Oh, jetzt ist mein linker Hinterreifen kaputt. Alter, wenn du die Polizei hast, dann weichen die einen voll aus, die Wagen. Wie geil ist das denn? Ja, scheiße, das war echt ein guter Move von Jay, muss man ja mal sagen. Ja, du kannst ja noch Polizeiwagen. Ja, aber wenn du Geisterfahrer bist, dann hast du ein Problem. So, wie komme ich jetzt in Berryweather rein? Einfach zur Haupteingang gehen? Gib mir deine Karre, Junge! Mein 8. Wagen jetzt schon hier, das gibt's doch nicht. Bram, du Arsch, ey. Easy! Guck mal, da machen die Schranke auf. Ja, gib es doch nicht. Ist ja voll geil. Als ob. Könnte jetzt ein Problem werden. Der labert voll, Peter, der ist auf der Map gar nicht da. Achso, alles klar. Dann ist ja gut. Wir müssen den direkt runterholen vom Himmel. Ja, wenn ich da nicht schon weg bin. Weil so ein Jet ist nämlich schnell weg, leider. Das ist ja ganz schön weit, ey. Noch 2 Kilometer für mich. Gleich da. Nein! Jay gestorben? Jay ist gestorben, nice. Möglicherweise bin ich richtig hart gestorben. Jetzt sind wir wieder even hier. Peter! Hast du mir die Kontrolle über dein Auto verloren? Fuck you! Hat Bram ihn schon wieder abgeknallt? Wo kam Bram denn daher, ey? Bram ist voll die sneaky Bitch, ey. Hatte man ja auch schon gemacht. Ja, aber er war voll das gut getarnte Auto. Du siehst halt aus wie so eine alte Oma mit deiner Karre. Nein, Martin, gib mir nicht auf den Sack. Nein, nein, nein! Scheiße! Dennis hat Jay erledigt, sehr schön. Da kam er einfach angefahren und hat mich komplett platt gefahren. Da stand auch jemand auf der Straße. Du Arsch! So, wie schnell musste der Wagen nochmal sein? Ich kann mir einfach Polizeiauto klauen! Yes! Der stand hier einfach rum! Dankeschön! So, wie kommt man da jetzt rein? Peter, da ist der falsche Weg. Nee, das ist bestimmt der richtige. Doch! Peter, ich war schon drin, ich wurde direkt getötet. Oh fuck, jetzt kommt direkt die Polizei. Ja. Na toll, weiß das jetzt. Alter, warum steckt ihr wieder aus? Boom! Jay, voll weggemacht! Fuck. Er ist auf meiner Motorhaube! Oh, nein, 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 nein! Okay, jetzt habe ich wieder keine geil, Polizei, ey, auch Jay, kein Problem. Jetzt haben sie mich alle an, jetzt sind sie alle an mir vorbeigefahren, jetzt ist wieder meins. Oh oh! Hab ihn Jay weggemacht. Oh, oh! Alter! Leute, lasst mich rein, ich bin Polizei! Da ist ein Panzer! Hier ist ein Panzer! Hier ist noch ein Panzer! Fuck! Ich verstehe dich nicht. Wieso hab ich denn jetzt einen Stern gekriegt? Okay, alles klar. Da war ein Panzer. Ich bin ja nicht mal in dem Base drin. Gut. Kein Problem. Wieso bin ich denn jetzt so weit weggespawnt? Und ist das nicht der Sprung? Ich hab den schon gefunden, tatsächlich. Oh, sogar. Shit, ey. Ich war schon in Berryweather drin. Ja, das ist nicht der richtige Sprung. Da hinten, der blaue Wagen, der ist beim richtigen Sprung. Oh, da fährt einer. Wer ist denn beim blauen Wagen? Wer ist der blaue Wagen? Das geht dich gar nichts an, wer der blaue Wagen bist ist. Bist du das? Okay, alles gut. Die Karre reicht dafür, oder? Ja, die Karre reicht dafür. Wer fährt denn da? Easy. Easy going, Jungs. Peter, mach das doch nicht! Jetzt lass doch erstmal zusammen verbünden gegen Bram. Peter! Oder verbündet sich. Du Idiot! Der ist wieso? Schon drin! Ja, und? Der kriegt er doch niemals gerissen da. Oh, shit! Oh, die halten nicht an, schade. Oh, fahren! Da bin ich tot. Lass mich doch mal leben, Leute, hier. Scheiße, wo ist denn dieser Hurensprung? Alter, das sind 4 Panzer, die da so rum. Ja, das ist voll assi. Heilige Scheiße. Ich glaube, da ist jemand gestorben. Nee, nee, alles gut. Du da noch drin? Ja, du bist ja echt nur drin. So, erstmal hier wieder jemanden besorgen. Okay, nein, hier rein. Mal gegen Bram gehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. So.
Irgendwie müssen wir das jetzt mal überleben hier. Nein! Bram ist gestorben! Wo ist denn eigentlich der Jet? Ich war doch gerade. Wo steht im eigentlich Flieger. Der Jet? Was? Ihr habt ja auch einen Headshot gegeben! Bullshit! Scheiße. Nein, jetzt geh doch nicht auf den Sacklamm, Mann. Alter! Panzer! Fuck, hier ist noch ein Panzer. Hier sind ganz schön viele Panzer. Also, durchfahren klappt nicht so gut. Da sind ein bisschen viele Panzer. Hätte ich jetzt schon wieder beschossen, direkt. Auf. Alter, da ist Jay schon wieder. Da fliegt nicht. Gleich bin ich direkt wieder gespawnt. Du kleiner Affe. Okay. Ey, wie viel hältst du aus? Komplett Bullshit. What? Ich muss halt besser schießen, wa? Oh, wollen wir doch mal. Wee! Ja, wee! Boom! What the fuck? Da kann ich auch einmal den Stinger mal benutzen, rausholen. Oh, egal. Was ist das? Nein, hat er nicht alles kaltplatt gefahren. Oh, der war schlecht geschossen. Wieso ist Jay eigentlich direkt da vorne gespawnt und ich spawn bei diesem Highway? Oh. Weil du nicht in Merryweather starten kannst, deswegen. Erstmal, komm, jetzt springen wir auch mal über die Kante. Wenn ihr das so schön macht, kann ich das auch. Ja, kann ich nur empfehlen. Hast du halt gar keine Chance. Ja, hast du ja schon mehrfach geschafft. Hi Peter. Hi Jay, Sepp. Ja, da haben wir zusammen gespielt. Oh! Scheiße, Alter. Den hab ich nicht erwischt. Ist ja einfach eiskalt daran vorbeigefahren, der Penner. Oh, fuck. Jetzt muss ich nur noch die Ecke finden, wo ich rüber muss. Wo war denn das? Wenn man ein paar Granaten durch die Gegend schmeißt, immer wichtig. Alter, Bram, was ist falsch mit dir? Nein! Ich hab dich doch getötet! Ich wollte dich noch mitnehmen, du Arsch, ey. Oh Mann, du blöder Penner. Bist du da abcampen? Ich war doch nett. Scheiße, wir spawnen hier, wo keine Autos sind. Der ist schon drin. Der ist schon drin, Jungs. Was ist denn der da so? Tot. Ich war auf dem Flugzeug schon drauf. Scheiße! Ist natürlich nicht schlecht. Hululu. Damn it. Ich war schon oben drin. Alter Bram, wie viele Sniper-Schüsse hältst du denn aus? Das ist halt schon schwer, wenn du keine Panzerung mehr hast, ey. Ja, das erste Mal hast du halt nur gute Schüsse. Ja, Scheiße, eigentlich müsste ich jetzt. Wie machen wir das denn jetzt mit dem scheiß Auto? Hier sind keine Autos. Wie, du siehst keine Autos? Wo bist du denn? Ich spawn auch. Ich bin auf dem Berg bei Bram. Der Bram, der wartet nur darauf, dass er hier einen wegsnacken kann. Nee, der Bram sucht ein Auto. Ja, hier sind halt keine mitten auf dem Berg. Kann man sich nicht so einen Panzer sneaken oder so? Hey Bram, lass mal! Den brachialen Entrance einfach durch die Nuke. Hey Bram, du musst versuchen, da reinzukommen, nicht einfach nur Leute zu killen. Oh, fuck. Du witterst aber nix. Wann bist denn du wieder gestorben? Ja, nichts, ich sterbe nicht. Ich hab keine Waffe, das war mega unfair. Ich hätte die nicht drauf. Aua! Oh, ich hab ein Militärfahrzeug! Damit komme ich rein! LOL! Komm mal kurz nach. Alter, ich hab einen Sternkoppenpanzer um die Ecke, schießt mich ab. Ja, das ist normal, die knallen nicht sofort ab, sobald du drin bist, aber ich hab jetzt ein Militärfahrzeug. Ich war nicht drin! Oh, hier steht ein Panzer! Ja! Ach! Nee, vielleicht kann man den ja klauen! Oh no shit! Ich fahr jetzt mit meinem Militärfahrzeug rein, vielleicht darf ich das. Ja. Ja, mit einem Militär. Oh nein, ich hab 4 Sterne. Okay. Panzer klauen ist eine kluge Idee eigentlich. Ja, aber wir willst denn okay, doch. Wo steht denn hier oder? So ein scheiß Flugzeug? Da. Der Sepp war wohl doch nicht so weit. Da ist er! Da ist der Jet. Und hier ist keine Sau. Jawohl! Das ist ein Witz. Ich habe einfach das richtige Fahrzeug gewählt. Jawohl, jetzt noch rückwärts fliegen! Komm schon! Jetzt geh da rein! LOL! Nein, neben mir ist ein Panzer! Ich hab das wirklich ein Flugzeug. Nein!
Sepp war wirklich im Flugzeug. Oh fuck! Ja, ich muss ihn nur raussetzen. Ich hab mir mal einen anderen genommen, mit dem ich nicht rückwärts fahren muss. Shit, so, damit funktioniert das jetzt, oder? Das ist eine neue Technik. Alter. Okay. What? Komm. Ich raste aus, ey, das ist unmöglich. Nein, das ist unmöglich. Das haben wir schon tausendmal gemacht. Schnell. Warum verliere ich eigentlich immer einen Stinger für irgendwas? Nein, verdammte Kacke! Was fährt der mich platt, der Wichser? Das mit dem Army-Ding, das klappt am besten. What? Achso, das war Jay killen. Oh oh, der ist noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Nein! Ja, aber, Idiot. Ja, das ist aber trotzdem gestorben. Nein, ist er nicht. Das heißt, die Bullen am Hals. Wie er nur platt gefahren wird, wie geil. Komm, renn. Oh, herrlich, ey. Scheiße. Alter, wieso bin ich denn direkt explodiert? What the fuck, Alter? Alter, ist das stressig hier, ey. Alter, jetzt hab ich hier. Na komm, steig ein! Ich bin tot. Jetzt. No shit, man. Alter. Na, Peter, versuch mal dein Glück. Okay. Boah, genau, Moment. Ist das eine Idee? Warum ist denn jetzt hier. Hier ist mittlerweile durch unsere Scheiße so viel Polizeiarbeit, was halt einfach schon uns jetzt auf den Sack geht. Das ist unglaublich. Ist einfach ein Helikopter, der mich jetzt schon verfolgt. Nein! Ja. Lass das! Ich kann zerschießen auch. Was denn? Blöder Penner. Oh, Scheiße. Ich dachte jetzt so, ah, er hat einen Raketenwerfer. Das hilft mir jetzt auch nicht! Oh Mann, hier ist ja noch einer! Warst du drin, Peter? Ich war am Fliegen! Oh, du warst am Fliegen sogar? Oh shit. Fliegen ist natürlich schon nicht so schlecht. Ich war schon über die Brücke wieder! Oh Gott, ich bin voll weit weggespawnt. Gab es denn da hinten noch mehr, Ja, als du gesagt hast, ich hole mir jetzt den einzigen Jet, bin ich in den anderen eingestiegen. Okay. Boah, gibt's irgendwelche Anti-Raketenmaßnahmen, die man als Jet machen kann? Die scheiß Rakete hat mich halt getroffen, die einem hinterher schicken. Ich meine, es gibt doch Flares, oder? Ja, klar, man. Boah, Rick zum Beispiel. Auch. Oder Charlotte. Boah, war der schlecht. Okay, funktioniert das? Ja, bleib stehen! Au! Ladies and Gentlemen, we are fucked. Okay, danke schön, dass du mich platt gefahren hast, Bitch. Aber jetzt würde ich komplett sterben, oder? Das wäre nicht das erste Mal. Wenn die jetzt abgeht! Na komm, bis sie die Schusskill hochmachen. Ja, da steht ein Panzer direkt vor mir. Ein Maschendrahtzaun. Panzer vor dir ist. Sorgt dafür, dass ich nicht sterbe. Da kommt ein Panzer rausgefahren, Jungs. Das ist nicht gut. Oh fuck! Kann man eigentlich so rein? Da ist einer drin im Flieger von uns. Ja. Ich wieder. Oh, das ist nicht gut. Da hinten ist. Was, da fliegt einer. Peter fliegt. Alter. Komm schon! Ich muss ihn abknallen, ich muss auf den Berg! Scheiße, Peter macht's. Ist Peter schon weg? Ist durch. Jawohl, das sieht gut aus! Nein, auch Peter! Fuck, wie hat er das denn geschafft? Gibt's da einen geheimen Spot, wo keine Armee ist oder so? Boah, Peter, ey, du. Keine Ahnung. Dude. Auf jeden Fall nicht in den Hangars. Ja, ich habe versucht, mich in dem Hangar zu verstecken, damit die Polizei irgendwann weg ist, aber ich glaube, das geht nicht. Ja, man kam dann so 20 Leute an oder so. Fuck, ey. Peter scheint einen geheimen Spot gefunden zu sein. Dick. Jetzt mach ich einfach vorsichtig. Ja, Bullen loswerden ist schon mal gut. Geheimer Spot, das ist direkt neben den. Also, die stehen halt mitten auf dem Flugfeld, mitten drauf. Sind das die Verschläge oder. Okay. Ja, einfach mitten drauf, direkt neben dem Start- und Landebahnfeld. Dann hatte ich leider Pech. War der vorhin wahrscheinlich nicht da. Zwei Stück stehen da Wie sogar. Wie ist denn die Steuerung, Peter? Ja, ich spiele mit. Also, dafür switche ich auch im Controller. Ich weiß nicht, wie man startet. Ja, ich weiß nicht, wie man startet. Scheiße. Jay ist tot.
Also mit Controller ja, da war ich schon schnell genug und konnte nicht hochgehen. Nein, muss ich erstmal die Steuerung. Fuck, ich dachte, das wäre Steuerung. Problem kenne ich. Ich darf jetzt nicht beim Landen verkacken, vor allem. Ah, jetzt ist jawohl, ich bin gelandet! Nein! Fuck, Oh, Pidi, du krasser Dude, geht's fett! Und ich stehe auf dem Feld. Ich kann sogar aussteigen. Ja, ich habe keine Bullen. No! So, jetzt steige ich wieder ein und starte wieder. Da sind welche, hier sind welche, oh! Ich seh's! Jetzt weiß ich, wo Peter die hergesneakt hat. Die stehen hier auch voll super zum Starten. Halt schon richtig, ja, da muss ich geklaut haben. Ja, du musst die halt einmal sind drehen, die halt ne? nicht. Also nee, du musst halt einmal nach links, so eine 90 kurz. Ja, genau. Fuck. Aber vorhin, als ich gestartet bin, da musste ich halt erst zurücksetzen. Und das ist halt saukacke. Komm schon! Oh Gott. Wieso kann ich nicht lenken? Wieso kann ich nicht lenken? Ich bin mit dem Flieger nur geradeaus geflogen. Wie kannst du denn mit dem Controller nach links? Mit R1 und L1. Oh nein, das wusste ich nicht. Also Flugsteuerung ist L1 nach links halt, R1 nach rechts, aber linker Stick ist drehen. Und hoch und runter. Was gibt es noch? Ah, es schießt. Scheiße, das hätte ich geschafft, ey. X ist, Waffen wechseln. Bram ist gerade überfahren worden. Linker Stick reindrücken ist, Start- und Landereifen aus- und einziehen. Ah. Nice. Ist der auch schon weg? Ich bin nicht weg, nee. Fuck, ey. Das war gut, Peter. Ich weiß zwar nicht, wie du gemacht hast, aber das war gut. Jetzt weiß ich zumindest, wo der Jet steht, mit dem ich wegfliegen kann. Mit dem anderen kannst du nämlich nicht wegfliegen. Da sind wir richtig kacke gewesen. Der steht auch so ein bisschen alleine da hinten. Sodass da auch nicht so viel Armee rumrennt. Wie gesagt, da steht zwei eigentlich relativ nah nebeneinander. Ja, wahrscheinlich war der noch nicht wieder da, weil du den anderen hattest. So, wo seid ihr ich konnte jetzt einfach reinfahren. Was ist hier denn los? Ja, so wie immer. Da fliegt einer! Wer fliegt da? Ja, ist das Jay oder Peter? Guck mal, ich helfe euch, ich hol die Helikopter vom Himmel. Hahaha, dankeschön, Peter. Hilft uns auch nicht. Also hinter dir ist einer! Ja, ich werde doch geschossen. Wuhuhu, getroffen! Absprung, Absprung! So, jetzt klaue ich meinen! Hier ist keine Sau. Hier ist keine Sau, jetzt muss ich nur noch nach links kommen. Oh, oh. Nur Panzer, mal Panzer, nicht auf das sind drei Panzer! Lass mich in Ruhe, Panzer! Das Lass mich in Ruhe! Da ist Jay! Das ist Jay gewesen! Das gibt's nicht. Wie kann man denn die Gegenmaßnahmen machen, Peter? Nein! Ich bin tot. Ich hab auch eine Rakete am Arsch. Oh nein, die hat mich getroffen! Ich lebe aber noch! Oh! Ich konnte noch fliegen. Kacke. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh Mist, ich bin mitten im ja, Feld. Ich bin auch einmal richtig weit weggespawnt, nachdem ich die Raketen weggemacht habe. Also Anti-Raketen habe ich noch nicht gefunden, Gegenmaßnahmen leider. Falls es die überhaupt gibt. Das war Bram. Ist gestorben. Fuck, ja. Bram. Machst das da vorne, ne? Ich hab dir ein paar Freunde mit dir gebracht. Oh, das ist ein Tank. Weißt du jetzt schon. Aber jetzt werde ich sterben, oder? Ja. Leck mich doch am Hodensack! Nein, er hat mich getötet, der blöde Penner! Alter, wie lange der braucht, um aufzustehen! Das war ganz schön sneaky. Ich glaube, eine kriegst du auf jeden Fall ab. Ich konnte danach zwar noch so halb weiterfliegen. Oh, da schießt der Panzer auf den Jet! Ja, leck mich doch am Sack, ey. Eventuell sorge ich dafür, dass gerade relativ viel Bullerei hier ist. Nee, Peter. Oh, der Panzer hat neben mir fast mich getroffen. Nein, ich werde anvisiert. Von mir. Oh nein, Jay! Ach komm. Sam. Oh, jetzt bin ich wieder so weit. So weit weg. Oh. Boah, den Raketen ausweichen, das wäre echt Premium. Startet da gerade einer mit dem Jet? Jo! Nee, mit einem Flieg? Mit einem richtigen Flieg? Oh
bitte. Noch die Sniper. Bitte. Oh nein, Bram hat's überlebt! Kacke. Ja. Ich hab ihn leider nicht gesehen, sonst hätte ich ihn auch abknallen können. Ich hab gesehen, wie er startet, aber wenn er halt am Arsch der Welt spawnt, kannst du dich halt nicht wehren, ey. Ich bin abgeschossen worden noch. Ja! Nein! Ja, über der Spaß Stadt! Irgendwo am Arsch über der Stadt? Noch was? Ja, ich hatte Half. Achso, vom Flieger. Ja, genau, der Flieger einfach. Das stimmt, das kann sein. Ich hatte nur links unten geguckt, ich Half-Life bin. Drei oder was? What? Alter, der Panzer. Hat der Panzer mich abgeknallt? Na gut, dann bleib ich hier auch so. Nein! Kann ich ja doch mit meinem Scharfschützengewehr gucken. So, go drauf, Alter. So, jetzt habe ich die richtige Karre dafür. Jetzt schaffe ich das. Easy Game. Ram, wo bist denn du so? Nee, nirgends, ich fahr gar nicht. Ihr seid jetzt sofort alle drei gleich. Einer sitzt im Flugzeug, einer startet. Feuer, ich seh ihn. Oh, falsche Taste. Wieso seh ich ihn nicht? Oh, er fliegt! Wieso seh ich ihn nicht? Ist weit weg. Ich seh ihn nicht. Nee, für Bram jetzt vielleicht. Bram ist gestorben. Ich glaube, Jay ist durch, aber oder? Jay ist der fliegt. Ich glaube, Jay ist durch, ja. Ist überhaupt getroffen worden? Yes! Jay ist durch. Jay ist echt weit. Polizei sieht mich nicht mehr. Ja, nice. Ich krieg die Sterne. Oh, geht's? Oh, was ist denn da? Komm! Mann! Komm! Herausforderung hat begonnen. Was? Ja, will ich nicht. Die meisten Spieler mit dem Scharfschützengewehr. Das ist für jeden, der hier auf dem Server ist. Vielleicht oder ist ein Heli ausweichen. Oh nein, das war dumm! Das war dumm! Warum hat okay, er nicht richtig nicht, angehalten? Scheiße. Okay, das war's. Wie komm ich denn zu dem... Ja, das wollte ich bloß sagen, Thorsten. Okay. Jetzt kann er mal weg da mit dem Scheiß! Wie lange haben wir denn noch? 8 Minuten. Fuck, kann der Heli jetzt mal aufhören? So, die schönen Dächer von Los Santos. Yes! Polizei ist weg! Jetzt kann man sich nur landen. Nicht crashen. Au! Was war denn das? Okay, ich hab's irgendwie geschafft, hier reinzukommen, ohne einen Stern. Die Sterne zu haben. Oh, das ist gut. Das ist auch nice. Da ist der da ist der Flugplatz. Komm. Ja. Oh, Bram fliegt. Ich seh. Oh, sehr gut, Jay. Schön auf die Landebahn. Ausrichten, winkeltechnisch. Hey, Bram, bist du so weggekommen? Fuck. Ich konnte ihn nicht mehr anvisieren, er war zu weit weg! Den scheiß Heli! Auf zur Landebahn! Nein! Yes! Er hat's geschafft! Okay. Yes! Wir stehen auf dem Flugfeld! Wo steigt aus der Zweitplatzierte! Woo! Ah, geht's darf fett, ich dir auch nicht mehr einmischen. Jetzt muss ich noch ankommen. Ach, sehr schön. Oh, bitte, dass da keinen steht. Ich will auch einfach nur wegfliegen. Das war ja krass jetzt. Wir haben einfach irgendwie geschafft ohne 4 Sterne. Okay, den habe ich eigentlich abgeknallt. Ich habe aber auch keine 4 Sterne gerade, also ich bin drin. What? Und ich habe gerade einen Militärtypen abgeknallt. Macht mega Spaß, mit dem Ding zu fliegen. Okay. Kann man eigentlich auch schießen? Liegt das ja, an der uns. An dem ich werd Event? Ich werde auch nicht mehr. Das war nämlich nicht, dass das, das wir. Ach so. Okay. Ich kann nur so mit meinem. Dann cool, ist der lame. Der ist nicht Bram. Das wäre anders. Lol, ist tatsächlich Bram. Oh, da fliege ich immer hinterher. Das wäre schon echt hart assi, wenn ich dich jetzt abschießen würde. Ja, dann zähle ich das als gezählt, weil du darfst nicht mehr eingreifen. Ja, dann zählst du das als gezählt, aber wer weiß, wer der Rest das zählt. Oh, oh. Ich schütze ab! Alles gut. Wie kann man denn? Bram, was tust du denn? Hat er gelandet oder was ist los? Ja, nee, ich bin noch dabei.
Ich bin mir noch nicht sicher, also ich guck ihm zu. Er ist hart am Qualm. Ich flieg auch mal eine Runde. Nicht. Ich lande noch. Das macht's echt einfacher, die Herausforderung, ey, ohne Spaß. Jetzt! Bremsen! Und aussteigen. Alles klar! Bram hat's auch geschafft. Sehr gut. Guck dir die Karre an, ich bin ohne Alter, Bram ist wie so ein Flummi gelandet, ey, richtig hart auf den Boden gebaut und dann. Ohne Reifen einfach kratz, Alter. Ja, Sepp kommt jetzt auch. Wenn man richtig natürlich keine gerade. Sterne bekommt, habe ich das Gefühl, das ist aber ein bisschen echt leichter. Ja, ich wollte gerade sagen, das war dann aber echt am Ende noch ein bisschen lame, leider. Also, komm, wir starten ohne Reifen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Vielleicht wird das ja noch was. Wie lange haben wir noch, Jay? Oder hab ich noch? Die 5 Minuten sind jetzt vorbei. Hast du die nicht geschafft? Lügner. Oder Sepp. Ich habe jetzt aber 4 Sterne bekommen, interessanterweise. Oh, das war eine harte Landung, aber gelandet. Nice. Geschmeidig landen. Ich würde sagen, Jungs. Du bist noch nicht gelandet, du bist noch nicht ausgestiegen. Nice. Stinkt. Dankeschön. Ich konnte nicht mehr stoppen. Geschafft. Sorry. Oh, nice. Man muss ja auch nicht aussteigen, das hat mir nicht gesagt. Ich habe das einfach nur gemacht. Nee. Okay. Na guck mal, haben wir wenigstens 45 Minuten alle geschafft. Ich konnte nicht mehr lenken. Und Jay musste noch hier rein, Alter. Drauf gestürzt. Okay, das geil. War mal wieder eine GTA-Challenge, ja. Ich bin der große Sieger dieser Runde. Die anderen Plätze sind eigentlich egal. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr noch für Challenges haben Ich finde, der zweite Platz hat es auch mehr als verdient, weil der auch noch dann unter 4 Sternen machen musste. Wir danken allen vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.